Da haben sich echt zwei gefunden. Alte Freunde, glaube ich, seit langen Jahren. Zum ersten Mal arbeiten sie auch zusammen. Sehr, sehr erfolgreich. Zwei Humor-Giganten. Wir begrüßen Josie Prokopetz und Dieter Schmähler. Josie Prokopetz, hallo. Dieter Schmähler. Ja, mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ja. Und man muss wirklich sagen, ich kenne beide Herren ja. Und ihr seht fantastisch aus. Wirklich. Obwohl ihr ja nichts ausgelassen habt im Leben. Das ist sehr lieb von dir, danke. Ja. Und Humor immer als Überlebensmittel auch betrachtet habt, richtig? Das ist richtig. Notwehr. Notwehr. Wie kam es zur Zusammenarbeit? Ist es Geldnot? Oder ist es, Das auch, aber das stand nicht ganz vorne. Soll ich das sagen? Naja, ich muss halt nicht mehr arbeiten, ich mache es nur noch wegen Geld. Geld war das Wenigste bei mir immer. Ja. Und ein paar Zeitungen habe ich ruiniert in meiner Karriere. Und dann habe ich mich eigentlich dem Josie zugewandt. Denn er zählt zu den drei Leitbildern meines Lebens. Wer sind die anderen? Die anderen beiden sind zum Teil noch am Leben. Also der großartige Werner Schneider. Vergeht kein Tag, wo ich nicht an ihn denke. Der zweite ist der unvergleichliche Peter Rapp, der hier mehrfach ja auch aufgetreten ist und den ihr beide auch sehr bewundert, glaube ich. Mit dem absolut, kann man... Ja. Absolut. Ähnliche Kategorie wie und ihr zwei. Und der dritte ist Josie Prokopetz. Ich war 14, als er den Hofer getextet hat. Keine Ahnung gehabt von mir und ich von ihm nicht. Aber das war eines seiner schönsten Gedichte seines Lebens. Und in Wahrheit ist er ein Dichter. Absolut, das ist Literatur. Wenn du zum Beispiel denkst an Es lebt im Zentralfriedhof oder Wintersohn, das sind die Wintersohn. Gedichte von hohen Gnaden. Absolut. Mit Gedichten verdient man nichts. Lyrik ist schwierig, und also geldmäßig. Und daher hat er den... Hast du je schon mal bei eurem gemeinsamen Treffen, hast du schon mal was gesagt, Josie? Nein, aber ich fühle mich sehr wohl. Fühlst du dich sehr wohl? Ich fühle mich sehr wohl. Ich werde von allen Seiten gelobt, das freut mich. Gehört ja auch zu den drei Humorvorbildern, die du hast, oder fällt er so aus dieser falsch. Reihe raus? Ich sage nichts Falsches, Kasur. Was mir an ihm immer schon gefallen hat, und wir kennen einander mindestens seit drei Jahrzehnten, ist seine erste Sache, das muss man glaube ich sagen, Herr Wahnsinn, wenn man es nicht so sieht. Er ist hochgebildet. Ja. Ja. Er weiß alles. Ja, ich weiß es. Er weiß auch alles nutzlose Wissen. Wenn ja. man ihn fragt, wer hat 1978 in Monza das hat Autorennen gewonnen. Ruf ich den Heinz Brüller an. Ja. Er weiß es. Also so. Ich weiß. Und ein Gespräch mit ihm ist halt immer sehr nervig. Ja. Nein, auch weil, ist, ja, weil der hochtalentierte Herr Schmähler, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, lieber Josie, wenn man dich privat trifft, bist du natürlich unter einer Art Witzezwang, und von 10 Witzen sind 6 gut, ja. aber 4 sind natürlich, es ist, glaube ich, sehr schwierig. Und sich die 4 habe ich da immer der Zeit. Ne? Der bist du, aber bist du, lieber Dieter, bist du privat auch so, dass du sozusagen unter einem Gagdruck stehst? Also wenn, dann, ich habe jahrelang gelächelt über die Entscheidungen meiner Frau, bis ich drauf gekommen bin, dass ich auch eine Entscheidung meiner Frau bin. Also habe ich auch. Sehr gut. Wieder sehr, sehr gut. Wobei, heute hat nach vielen, vielen Jahren, heute hat meine Frau nach vielen, vielen Jahren der Ehe sich erstmals entschuldigt. Ja, sie hat gesagt, es tut ihr leid, dass sie mich geheiratet hat. Das sind Pointen, die man auch erwarten kann, wenn ihr beide Kabarett macht. Ja? Wir beobachten. Er ist der beste Beobachter, den ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Also man muss sagen, er schaut dem Volk aufs Maul, ohne ihm nach dem Mund zu reden. Ja. Ja? Das, er nennt das Volksmundgeruch, den er nicht auffängt. Ja, braucht nichts so. Genau. Bist du aber so? Ich könnte erst mit einer Laryngitis kommen, es war wurscht, ich brauche nichts so. Du hast unter anderem jetzt auch gerade ein Buch. Ja. Der Hofer. Der sehr wichtig. Man hält es in die Kamera und ja. Die große Frage ist, wer war's? Wer hat ihn umgebracht? Das kann man, steht nicht expressis verbis drinnen, da muss man zwischen den Zeilen lesen, weil wenn da jetzt drin steht, ich weiß nicht, der Huber hat den Hofer erschlagen, ist dann ja. Die, wie soll ich sagen, der Zauber aus der Figur heraus, weil der Hofer als, ist ja, ist es mir ja gelungen, muss ich sagen, einen belletristischen Archetypus zu verfassen, nämlich den a priori Schuldigen.
Ja. Ja. Hilft es einem, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, wenn man dann den Song kennt? Ja, aber ist nicht notwendig. Angeblich stimmt das, lieber Josi, wirklich in einer Dreiviertelstunde geschrieben? Ja, also ich habe gearbeitet bei einer Bodenlegerfirma als Ferialpraktikant, wie man zumindest früher sagte. Und da fiel mir aus der platonischen Ideenwelt gewissermaßen die Zeine, schau, da liegt der Leichenbrenner, das Blut in den Kanal und vielleicht noch zwei. Und habe weiter die Wand gespachtelt mit starken Schmerzen im Schultermuskel. Das war der letzte Tag, wo du jemals gearbeitet hast, kann man das sagen. Das kann man so sagen, ja. Nein, aber du warst auch bei einer Werbeagentur, ich kann mich daran jetzt erinnern. Jetzt tun wir nicht die Geschichte. Ich meine, also, das wird nichts. Das kann ich sagen. Prokopetz ist der Stermann von Prokopetz und Schmäler, ne? Wenn man so will, ja, der Mann, der was drauf hat. Ja, aber erzähl die Geschichte doch ganz zu Ende. Gar nicht, da bin ich heimgefahren und habe das geschrieben in einer Dreiviertelstunde. Vielleicht war es eine Stunde. Das habe ich ja schon gesagt. Dann rede ich wieder nicht. Wieder. Aber wie geht das dann, dass man irgendwie, man spachtelt irgendwas, es fällt einem was ein und wieso singt das der Amboss kurz später? Ja, weil einstweilige Verfugung. Entschuldigung. Weil der Wolfgang und ich damals schon ein paar Jahre schon befreundet waren, und es immer klar war, er ist der Musikus, ich bin der Schreiber. Ja, es gab ja mehrere Juwelen, die du getextet hast, nicht nur getextet, unter anderem auch als Performer. Ich kann mich erinnern an Wagen 734 ist in 5 Minuten hier. Ich stehe in der Kürten, Wort auf Taxi, es kommt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Mercedes Diesel, aber es brummt nicht. Dann natürlich Döf, die legendäre Zusammenarbeit mit den Humpel. Siehst du? Ja. Sause, Düse. Bist du heute noch im Hintergrund als Texter für Wander oder Bilderbuch tätig? Nein, die schreiben das alles selber. Die haben... Der Markt für Texte dieser Art ist, wie ich sage, für mich gesättigt. Du hast doch auch Werbetexte geschrieben. Hast du so legendäre geschrieben? Dann. Ja. Und das von dir. Dann. Lustigsamer Buntigammer. Lustigsamer Buntigammer bist du? Ja. Jetzt hätten wir Lustigsamer Buntigammer. Nein, Entschuldige. Das ist für mich ein Goethe. Wer hat sich den Titel von eurem Kabarettprogramm ausgedacht? Ja, Eva Grinz, das ist ja in Wahrheit... Ist das wirklich, ich weiß, das gefällt euch nicht. Ich schätze so viel an Schmäler und Prokopetz, aber Evergreens, zwei wie Blech und Schwafel, ist das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Aber immerhin ein Superlativ. Ne? Aber ich glaube, da hast du nur ganz einmal gespachtelt und es ist dir eingefallen. Ja. Ich habe bitte vorgeschlagen, Einfalt für zwei. Das ist schön. Das hat Größe. Zu intellektuell. Nein, das war man nicht so. Einfalt für zwei, das hat auch echt... Man nimmt die Kritik vorweg. Ja, wenn ein Kritiker kommt, zwei. Der Titel spricht für Bände. Für und zwider, habe ich auch vorgeschlagen. Ja, aber die Kritiken werden sowieso vernichtend sein, wahrscheinlich. Das kennen wir doch selber. Eine Kritik in der Zeitung ist doch egal. Eine gute Kritik kommt im Kurier. Die Leute stürmen das Programm. Kurier, sehr gute Zeitung, sehr gute Zeichner sind die dort arbeiten. Die Leute werden das Programm natürlich stürmen, weil es einfach Spaß macht, zwei solchen Gag-Charismatikern. Bitte, wenn ich noch nicht den Satz beendet habe, macht ihr beiden Gagvögel Pause. Das ist wie damals im Halbinternat, da hat man auch nicht fertig reden dürfen. Pass auf, Vorschlag zur Güte, wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt aus dem umjubelten Programm. Und bevor wir ihn sehen, möchte ich sagen, ich bin begeistert, ich weiß nicht, wer Regie geführt hat, aber es ist toll, was da an Regieeinfällen, wie ihr das man performt, hat sich es Mühe ist gemacht. Wirklich zum Niederknien. Bitte schauen wir selbst. Von allen Dingen, die ich verloren habe, vermisse ich mein Hirn am meisten. Ossi Osborn. Was lachen Sie da, Herr Prokopetz? Immer wenn er Blätzgesicht sieht, muss ich lachen. Na, stört das nicht beim Rasieren? Ja. Rasieren. Na, wenn Sie einmal schön fortgehen wollen, schön rasiert mit einer Dame in animierter Stimmung. In unserem Alter braucht man keine Animierdamen, sondern maximal Reanimierdamen. Toll! Das ist ein Pointengewitter, ein Ping-Pong-Spiel von zwei, die es können. Macht sehr viel Spaß, aber natürlich die Kritik von Stermann.
Man hat sich nicht mal, ihr habt euch nicht mal die Mühe gemacht, das auswendig zu lernen. Selbstverständlich nicht. In der Hochkultur muss man auswendig lernen, als in der Kleinkunst darf man ablesen. Das Publikum ist, glaube ich, auf den Geschmack gekommen, die beiden Herren zu besuchen in den großen Kleinkunstläden Willkommen. Dieses Landes. Und wir wollen jetzt auf dieser TV-Bühne vielleicht drei Sketche, oder sind es vier? Drei, glaube ich. Die auch im Programm, glaube ich, vorkommen, nachstellen. Ja, ja. Und zwar verwandeln wir den Schreibtisch jetzt zu einem gemütlichen Stammtisch in einem Wirtshaus. Sollen wir zu euch kommen? Josi, bleib sitzen. Dieter, bitte komm an die Seite. Ja. Na gut. Du kommst an die Seite. Das ist eine Regie. Wir sitzen hier. Genau. Ja, genau. Das ist die Regie. Und sowas war bei euch schon zu anstrengend, eine Josi? Art Tischdecke oder irgendwas. Das Ganze, wir haben uns keine Mühe gegeben. Das Ganze ist total hoppala, ist das Buchen untergefallen. Ja. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Hoffentlich ist es nicht hin. So, pass auf. Erster Sketch, Prokopetz beginnt. Gedrückte Stimmung. Gedrückte, nicht gedrückte. Naja, ein bisschen ein jiddisches. Gedrückte Stimmung. Es ist eine gedrückte Stimmung. Sei ruhig. Nochmal. Ruhe. Reißen Sie sich bitte zusammen. Das ist gedrückte Stimmung am Stammtisch. Ein schluchzender Herr beklagt den krankheitsbedingten Verlust seiner Ehefrau. Das Einzige, was mich tröstet, sie hat nicht lang leiden müssen. Wir waren nur kurz verheiratet. Dazu der Dialog zweier mitfühlender Herren. Der eine. Meine Frau ist leberleidend. Aha, meine ist leider lebend. Riesenerfolg. Ja, sehr gut. Zu Recht. Pass auf, es geht staccato-artig. Nächster Sketch, Prokopetz beginnt. Bestellung am Stammtisch. Bitte eine Salatplatte. Daneben, Mann. Das ist eine gute Idee. Das nehme ich auch, aber bitte frisch. Der Ober dreht sich um und ruft in die Küche. Zwei Salatplatten, eine frisch. Sehr gut. Schmäler beginnt. Ein schmächtiger Neuling am Stammtisch. Solette Schultern, Kammerdienerwahlen, Spargeltarzan, wie man sagt. Brust wie eingehaute Planken, Oberarm wie Memphis. Dieses Znirchterl von einem Menschen wendet sich vertrauensvoll an die Kellnerin. Entschuldigen Sie, ich müsste einmal schon wissen, wo ist denn das? Da vorne. Es steht zwar Herren drauf, aber Sie dürfen trotzdem rein. Ja, derselbe Herr kehrt zurück, wenn auch mit einem offenen Hosentirl. Bumm, ich hab schon Angst vor der Regie. Die Kellnerin sieht das offene Hosentirl und sagt diskret und vertraulich. Ernst? Innen hängt ja der halbe der aus. Sie werden lachen, das ist schon das Ganze. Bravo! Sehr gut.